Egal, wir machen weiter. Schafft den Dislike-Button ab. Habt ihr vielleicht schon gehört? Viele krasse YouTuber haben sich lautstark dazu geäußert. Ja, ich wollte auch nur sagen, dass ich es extrem scheiße finde und ich finde das nicht gut. Ein Haufen Links ist in der Beschreibung. Wir haben aber auch einiges dazu zu sagen, was ihr vielleicht noch gar nicht berücksichtigt habt. Denn das Problem ist ziemlich groß, größer als ihr denkt. YouTube ermöglicht absolute Manipulation auf Seiten der Creator. Und darunter leiden am Ende alle Zuschauer. Let's go. Zum Beispiel so ein Kuchen-TV-Video, was absoluter Müll gewesen ist, tatsächlich, kriegt extrem gute Bewertungen. Das muss nicht sein. Kommen wir kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Das ist mal wieder Blinkist. Mann, ich will auch Blinkist-Sponsoring haben. Die haben gesagt, meine Community ist zu jung. Ich bin so sauer auf euch alle, Alter. What the fuck? Den Button gibt's noch, du kannst ihn noch drücken. Aber nur der jeweilige YouTuber sieht die tatsächliche Zahl der Dislikes. Okay, erstmal sehr cool, dass die Plattform sich wirklich so gegen so Hatewellen und so stark macht. Das machen andere Plattformen nicht so sehr und man muss einfach mal den Einsatz loben und auch ein bisschen den Mut, so eine drastische... Was ist Blinkist? Digga, du hast es sogar falsch geschrieben. Lass es. ...Entscheidung zu treffen. Aber ob die Entscheidung richtig ist und ob YouTube sich damit in die richtige Richtung bewegt, aus unserer Sicht und der vieler anderer YouTuber, nein. Wenn du die Dislikes nicht siehst, weißt du nicht, ob ein Video gut ist. Und das ist richtig scheiße. Gut, es sei denn, es sind die letzten Uploads von Kuchen. Na komm, lassen wir den Joke. Ist dieses Photoshop-Tutorial irgendwie tauglich? Keine Ahnung. Oh, hier haut ein YouTuber ein paar krasse Thesen raus. Sind die kontrovers? Keine Ahnung. Ist dieser Freebeat für mein Soundcloud-Mixtape besonders tauglich? Ja, ist der. Keine Ahnung. Man verliert hier essentielle Informationen, die man braucht, um zu beurteilen, ob ein Video die eigene Zeit wert ist. Und man nimmt Likes gleichzeitig ihren Wert. Sind 23.000 Likes auf das Announcement von YouTube zum Dislike-Button viel? In absoluten Zahlen natürlich. Aber naja, das Video hatte vor Deaktivierung des Dislike-Buttons 415.000 Dislikes. Schmerzhaft? YouTube raubt euch Zuschauern die eine Informationsquelle, die der jeweilige YouTuber nicht manipulieren kann. Ja, das stimmt. Es sei denn, er schaltet sie aus. Kommentare kann man löschen. Ja, das stimmt schon. Jetzt könntet ihr sagen, aber es gibt ja noch die Kommentarspalte. Wahrscheinlich macht ihr es wie ich und scrollt beim Schauen eines Videos immer schon so in die Comments und schaut halt, was andere Leute über das Video denken, was sie kritisieren, was die Jokes sind. Raub! YouTube raubt! Es ist Raub! Beraubt uns! Aber das ist der springende Punkt. Diese Kommentarspalte kann ein fähiger YouTuber richtig heftig manipulieren. Kommt natürlich drauf an, wie viele Kommentare man so bekommt, ne? Und das muss gar nicht auffällig sein. Klar, ein Video mit 100.000 Views und nur 20 Kommentaren wirkt wahrscheinlich seltsam. Wurden die Views gekauft oder löscht der Channel vielleicht Kommentare? Aber andere Formen, die Konversation zu manipulieren, sind viel subtiler. Du kannst deine Herzen einfach nur an positive Kommentare verteilen und nur positiven Kommentaren antworten und du löscht negatives Feedback nur, wenn es ganz viele Likes hat. Also eigentlich das machen, was alle YouTuber machen tatsächlich. Perfekt. Denn die meisten Leute schauen sich eh nur die Top-Comments an. Das heißt, das ist das, was du einfach manipulieren kannst. Mhm. Wir machen das selber nicht, also außer Komplimente zu Herzen, aber das ist für uns so eine Sache der Appreciation. Ja, manipulativ, simplissimus. So, wer einen netten Kommentar schreibt, der sollte auch wissen, dass wir ihn gelesen haben und uns darüber freuen. Und viele andere YouTuber, die wir kennen, lassen auch einfach alles stehen und sind da absolut fair. Aber was ist mit Fake News, mit Scam-Tutorials, mit YouTubern, die ihre junge Community vielleicht manipulieren oder verarschen wollen? Wer macht denn sowas, hä? Also außer sehr viele Leute, die ich jetzt nicht beim Namen nennen möchte. Genau diesen Leuten hilft dieses Update. Es schafft kontrollierbare, formbare Filterblasen mit keinerlei neutralen Informationen zum... Ey, das zögert mich so, dass die zwei überlappenden Kreise hier nicht gleichmäßig sind, dass das hier größer als das hier ist. Das macht mich so sauer, sowas. Das macht mich so sauer. Da würde ich jetzt am liebsten einfach ein Dislike geben auf das Video, aber kann ich halt nicht. Also muss ich ein Like geben. So eine Scheiße, Mann. Inhalt des Videos. Und das ist der Punkt dieses Videos. Letztendlich manipuliert YouTube dich indirekt mit dieser Veränderung, weil es der ständigen Manipulation deiner Wahrnehmung den Weg ebnet. Es gibt Wege, mit denen ihr euch die Dislikes zumindest auf Chrome wieder anzeigen lassen könnt. Ein Link dazu ist in der Beschreibung. Aber keine Garantien oder so. Wir stimmen YouTube ja absolut zu, dass Hate-Trains und Hate-Kampagnen auf Social Media ein Riesenproblem sind. Wir haben selbst schon krasse Hass-E-Mails, Drohungen und so Attacken auf unseren Like. Wenn man dem Creator die freie Wahl gibt, zu sagen, ich mache die Dislikes aus, ist ja auch doof. Ne? Und abbekommen, vor allem als unser Nebenkanal Simply noch deutlich kleiner war. Aber da muss es doch einen besseren Weg geben, als ein wichtiges Feature einfach zu entfernen. Mir fällt jetzt nicht direkt die perfekte Lösung ein, aber Likes und Dislikes kann man beides zusammen jetzt schon manuell bei jedem Video ausstellen. Ja. Vielleicht kann
kann man Usern, die an solchen Hate-Trains teilnehmen, temporär einfach die Möglichkeit nehmen zu disliken oder die Dislikes zählen dann einfach nicht oder so. Vielleicht muss YouTube auch einfach noch viel genauer hinschauen, wer solche gezielten Attacken bewusst anheizt und dann dort ansetzen. I don't know, ich habe die perfekte Antwort nicht, aber YouTube und Google dahinter ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit vielen fähigen Leuten. Ja, so Leute wie Z-Max halt zum Beispiel, die denken jetzt halt, guck mal, so ein Z-Max, der nicht reflektiert, kriegt jetzt halt einfach so nur positives Feedback in Form von Likes halt geschickt und denkt halt, er hat alles richtig gemacht, obwohl er vielleicht nicht alles richtig gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Und Kommentare lesen tut er eh nicht. YouTube bleibt insgesamt eine geile Plattform, aber wir würden uns einfach wünschen, dass sie diese Entscheidung echt nochmal überdenken. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bin ich ein absolut etwas ernsteres Video hier auf TubiG. Aber musste mal kurz raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt einen richtig nicen Tag oder Video, Abend. Außer schaut nach links oder rechts, wenn ihr über die Straße geht. Und feiert gut. Abo. Nein, lassen wir.